guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung Panorama, heute hier aus Thun. Folgende drei Beiträge haben wir heute für euch in der Sendung. Fische aus Spanien, das Tierleid bei jedem Biss. Der Lukas von der Schwande, Thun ist seine Heimat geworden. Der Immobilienmarkt, drohender Absturz und mögliche Chancen. Was heute schon noch so alles gelaufen ist, haben wir für euch kurz und kompakt zusammengefasst. Spekulationen sind vorbei. Der Ueli Maurer tritt zurück. Das gibt er am Freitag bei einer Medienkonferenz in Bern bekannt. Ein Mitarbeiter von Bern Ballett darf weiter am Berner Stadttheater arbeiten, obwohl er Tänzerinnen zumindest verbal belästigt soll haben. Mit den Schlussabstimmungen haben die Eidgenössischen Räte am Freitag die Herbstsession abgeschlossen. 9 von 10 Vorlagen sind parlamentarisch unter Dach und Fach. Dabei sind 2 für dringlich erklärt worden. Wenn Fische in Fischfarmen aufwachsen, wird die artgerechte Haltung zum Problem. Ein Enthüllungsvideo zeigt die katastrophalen Bedingungen. ¿De dónde proviene el pescado que consumimos? A lo largo del arco mediterráneo, entre Castellón y Almería, millones de lubinas y doradas son hacinadas en jaulas flotantes en alta mar. Se alimenta a los peces una vez al día de forma mecánica. Esta técnica no está adaptada al comportamiento natural de estos animales, lo que genera problemas de bienestar animal. Algunas truchas mueren prematuramente en las piscinas debido a los bajos estándares de bienestar animal. ¿Cuántas en un día cuántas puede haber? Aquí tienes. 1.800 en un día. 1.300. Cierto. El desove forzoso consiste en extraer manualmente los huevos de la hembra para realizar la fecundación. Una de las prácticas más crueles es el momento del sacrificio. Al contrario que en otros animales de consumo, la mayoría de los peces en acuicultura no son aturdidos eficazmente. Se llama sacrificio en hielo. Los animales agonizan durante minutos fuera del agua en tanques de hielo hasta que se asfixian o mueren por hipotermia. Este método de sacrificio tan cruel es legal y es el más extendido en España. ¿Cuánto tardan en morir? A veces llegan conscientes al desangrado. La Organización Mundial de Sanidad Animal desaconseja el sacrificio en hielo por no cumplir con el bienestar animal. Expertos en bienestar animal, organismos reguladores y consumidores demandan la introducción del aturdimiento efectivo previo al sacrificio. Der 33-jährige Spielmacher von Wacker Thun ist zurzeit in Hochform und führt die Scorerliste der Quickline Handball League an. Wir haben ihn interviewt. Lukas von der Schwande, ihr seid zu Saisonbeginn sehr gut in Form. Wie überraschend kommt es für euch, dass es so gut läuft? Überraschend. Also ich gebe mir jedem Spiel Mühe. Ich darf 60 Minuten spielen meistens. Und darum passt es im Moment. Bei Wacker Thun sind routinierte Spieler eben wie der Nicola Sutter und im Moment der Nicola Rebi nicht dabei. Was bedeutet das für eure Rolle in der Mannschaft? Ja, es ist sicherlich eine grössere Rolle als letztes Jahr. Ich habe mehr Aktionen. Ich darf
noch mehr vorangehen. Und ja, darum habe ich mehr Möglichkeiten, mehr Goal zu schiessen und so probiere der Mannschaft zu helfen. Ihr seid ja nach 2 Jahren im Ausland zu Wacker Thun zurückgekommen. Werdet ihr die Karriere bei Wacker beenden? Ja, das ist noch schwierig. Also ich hoffe, ich habe noch ein paar Jahre. Ich bin jetzt 33 und ja, wenn man den Andi Schmid sieht, er spielt bis 39. Und darum ja, weiss ich nicht, wo der Weg noch hinführt. Ist du inzwischen Heimat geworden? Ja, sicher. Also ich habe jetzt ein Drittel von meinem Leben hier verbracht. Sehr ein gutes Umfeld, mega viele Freunde gefunden. Und ja, ich würde sagen, es ist meine zweite Heimat. Ja. Ihr habt ja bei Wacker Thun auch noch ein bisschen andere Rollen gehört, so ein bisschen trainingsmässig. Wie sieht das genau aus? Ich bin mit Jonas Teller Co-Captain und ich bin sicher mehr für das Spielerische zuständig. Er schon mehr für das Organisatorische und ich bin sicher mit dem Trainerteam oft im Austausch, weil ich halt auch Rekrumiti spiele. Da machen wir uns ein bisschen ab, welche Spielzeuge für welchen Gegner das passt. Und so habe ich sicher auch ein bisschen Verantwortung mehr als jetzt ein anderer Spieler, der vielleicht auf der Flügelposition zum Einsatz kommt. Könnte aus dem Lukas Vodeschwander später ein Trainer werden? Das ist sicher eine Überlegung. Ja. Also im Sportstudium habe ich sicher auch den theoretischen Background. Und ja, ich spiele schon ein paar Jahre Handball. Darum habe ich das Gefühl, habe ich das Spiel ein bisschen verstanden. Und es macht mir auch Spass. Ich gebe schon hier Juniorentraining. Und mal ist sicher eine Möglichkeit. Seit Jahren boomt der Immobilienmarkt in der Schweiz. Für Besitzer von Wohnungen und Häusern zeichnet sich aber ein düsteres Szenario ab. Der Ben Abegle hat nach den möglichen Folgen von den steigenden Zinsen nachgefragt. Der Immobilienmarkt könnte düstere oder stürmische Zeiten erwarten in den kommenden Monaten. Was sagen die zu dem so ganz grundsätzlich? Ja, absolut. Aber jetzt, ihr seid nachher im Berner Oberland gewöhnt, dass es jemand gewittert. Von dem her, wenn ihr geht klettern, dann nehmt ihr gute Ausrüstung mit. Und die gute Ausrüstung im Immobilienmarkt, das ist eben nicht Schulden haben, damit der Rucksack nicht schwer ist, wenn ich da unterwegs bin. Nicht so hohe Schulden haben, weil dann kann ich ja ruhiger schlafen, wenn die Zinsen raufgehen. Und das Horrorszenario wäre, solange es raufgeht oder zahlt, hat dann immer ein Problem gehabt. Stellt euch mal jetzt vor, jetzt habt ihr ein Säusli oder eine Wohnung für 1 Million und 800'000 gehört der Bank und 200'000 hat die gebracht. Wenn jetzt der Preis nur um 10% reagiert gegenüber, dann hat er nicht 10% verloren, sondern dann hat er ein Haus, das nur noch 900'000 wert ist. Die Bank schuldet aber immer 800'000. Also eure Eigenmittel, die haben sich halbiert, die Hälfte vom Geld verloren. Mit Immobilien haben wir ganz grosse Hebel, weil wir arbeiten mit fremdem Geld. Das Fakt, solange das fremde Geld billig ist und die Preise hochgehen, aber wenn das fremde Geld teurer wird und die Preise runtergehen, dann hat er eine ganz schwierige Situation, weil er hat viel höhere Belastung und die vernichtet euer Eigenkapital. Das führt dazu, dass die Bank muss verlangen, dass ihr nachschießen müsst. Was heisst das? Ihr müsst endlich wie Taxpo plötzlich ein Liquiditätsproblem haben, plötzlich wie Geld nachschießen, weil das hat weniger Wert. Und das wäre etwas, was viele Leute gar nicht könnten. Und das würde dazu führen, dass einfach Objekte auf den Markt führen. Das würde sagen, das wäre wieder eine Chance für die jüngeren Käufer, die endlich vielleicht mal etwas kaufen könnten. Aber es würden ziemlich viele Leute ihr Vermögen verlieren. Das wäre die Situation. Wie es mit dem Wetter weitergeht, erzählen uns nachher die Kollegen von Meteo News. Das war es mit dem heutigen Panorama der Jungfrau-Zeitung. Weitere Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr online unter www.jungfrauzeitung.ch. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis gleich. Tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Jungfrauzeitung. Herzlich willkommen bei dem Jungfrauzeitungswetter für den Kanton Bern. Heute uns Oberhofen. Ja, der letzte Tag von der Arbeitswoche und vom Monat September hat sich mit langen, trockenen Phasen verabschiedet. Nur lokal hat es noch einzelne Regenspritzer gegeben. Weiterhin erstreckt sich eine ausgedehnte Tiefdruckrinne von Nordeuropa bis knapp zur Iberischen Halbinsel. Und vom Mittelmeer ausgehend strömen mit einer südwestlichen Strömung zunehmend angefürchtete Luftmassen zur Alp- und Südseite. Am Samstag erreicht uns im Tagesverlauf von Nordwesten her eine Warmfront. Nacht auf den Samstag gestaltet sich zunehmend gering bewölkt. Später bilden sich dann wieder erste hohe Wolken.
Pulchofelder. Und am Samstagvormittag starten wir mit ausgedehnten hohen und mittelhohen Wolken. Nur zu Beginn mag die Sonne noch ein bisschen durchschimmern. In Bern starten wir mit 6 Grad, in Interlaken mit 7 Grad in den 1. Oktober. Gegen den Mittag müssen wir dann vom Jura her erste Tropfen auf dem Radar haben. Am Nachmittag wird es dann verbreitend nass. In Bio da erwarten wir 14 Grad, in Frutigen werden es 13 Grad. Dazu geht ein kräftig auffrischender Südwestwind. Auf den Bergen da geht ein stürmischer Südwest- bis Westwind. In exponierten Gipfellagen erwarten wir um die 100 km in der Stunde. 0 Grad Grenze die steigt auf rund 3100 Metern. Ja, auch der Sonntag bleibt weiterhin unbeständig, mit einer veränderlichen Bewölkung und gelegentlichem Regen. Das Quecksilber klettert dann auf 19 Grad. Begleitet werden wir vom Böigen Südwest bis Westwind. In der Nacht zum Montag gibt es dann höchstens nur noch wenige Regengüsse und dann dürfen wir uns auf eine Wetterberuhigung freuen. Die neue Arbeitswoche begrüßt uns mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Und dann täuschen wir den Regenschirm mit der Sonnenbrille. Vom Dienstag bis am Donnerstag gestaltet sich der Herbst nach Nebel- oder Hochnebelfeldern oft sonnig. Dazu gibt es nur ein paar Schleierwolken. Das war schon wieder von Ihrem Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.